Servus liebe Shisha-Freunde und Shisha-Suchteln. Wir haben schönes Wetter heute, deswegen machen wir die Ice Bucket Challenge. Wir sind nominiert worden vom unter anderem Shisha-Keller, ein Benny von Big2B, ein Shisha-Clubs und ganz vielen netten Leuten auf unseren FLs. Ganz kurz so ein kleines Wort dazu. Das ist ja eine ernste Sache. Wir werden natürlich auch spenden. Wir werden aber an deutsche Hilfsorganisationen spenden, weil die ALS Challenge, die haben schon, keine Ahnung, 70 Millionen Dollar. Das reicht jetzt erstmal, denke ich. Tun wir mal hier im Land ein bisschen was. Ja, da würde ich sagen, fangen wir an. Alex ist mit der Nominierung durch, aber da setzen wir noch einen drauf. So. Okay. Lauwarm ist Wasser im Abgang, harzig, okay. Richtig. Hauptsache ordentlich nass. Wir nominieren dann gleich mal einen Kaschmir-Hans. Der Shisha-Klops wird auch gleich noch. Mama, was drin, du Pisser? Kaschmir-Hans, Shisha-Klops, der Shisha-Zipfel, ich finde, der muss das auch machen, und die MK-Smokers. Ach, und weil es so lustig ist, Shisha-Klops, auf dich nehmen wir noch einen. Haha. Ja. Aber das spannt mein Ranzen so gut. Übrigens, unsere T-Shirts sind wasserfest. Ja, wasserfest und es geht auch nicht ab. Nö, lass mal meine Titten in Ruhe. Hey, es gibt ein Opfer! Also, ich bin's wieder, euer Meerschweinchen. Ich wurde auch zur Ice Bucket Challenge nominiert. An dieser Stelle vielen Dank an die Nicole Heske. Ne? Ich weiß, ich bin ein bisschen zu spät dran, aber ich will das jetzt nicht 5000 Mal machen. Und mein süßer Assistent. Oh, fick dich! Nein! Ah! Ah! Also ich... Aua! Ich nominiere die liebe Julia Spitzkopf, dann die Daniela Grein und noch ist heute noch ein Jung, Martin Giering, mein Bruder, Elle Badge. Also viel Spaß euch und es ist echt kalt. Puh.